Der erste Fanabend des ersten FC Magdeburg in diesem Jahr lockte rund 100 Vereinsanhänger in die Räume der MDCC-Arena. Als Gäste eingeladen waren Andreas Petersen sowie die Spieler Kevin Nennhuber, Christian Beck und Telmo Teixeira. Beck und Teixeira, die Neuzugänge in der Winterpause. Anders Kevin Nennhuber, bereits seit Saisonbeginn beim Club, musste er in der Hinrunde verletzungsbedingt aussetzen. Ja, natürlich ist es für den Hintern, wenn man sagt, man kommt zum neuen Verein, man möchte sich beweisen, man möchte sich zeigen und ja, man verletzt sich auch ganz dumm. Gut, ist ein Rückschlag, mit dem muss man zu handhaben oder muss man ein bisschen zu handeln wissen, aber man hat nicht aufgegeben, man hat weitergemacht, man hat versucht, die Operation schnellstmöglich dann aus dem Kopf zu bekommen, die Reha schnellstmöglich gemacht und wieder auch ganz versucht, ja, schnellstmöglich wieder auf dem Rasen zu stehen und mit dem Club Spaß zu haben. Gewissensfrage für unseren Trainer gleich zu Beginn der Gesprächsrunde. Welche Schlagzeile würde er lieber lesen? Zum einen, Wahnsinn, Luca Petersen schießt Deutschland ins WM-Finale. Oder die Sensation, Trainer Petersen für Deutschland ist in der ersten Markt und den DFB-Pokal-Finale. Ich bin ein bisschen Egoist. Zuerst denkt man an sich selber. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als mit dem FCM aufzusteigen und mit dem FCM im DFB-Pokal erste Runde zu erreichen, die wir eigentlich gehen. Also ich denke, man hat immer Ziele, die erstmal persönlich sind. Familie ist auch wichtig, aber in dem Moment ist, denke ich mal, ist man Egoist und sagt, es wäre schön, wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich diesen Aufstieg anpeilen. Es wäre schön, so schnell wie möglich mal den Pott hochzuhalten, Landespokalsieger zu werden. Ich glaube, es ist ein Traum aller Fußballer, aller Fans und auch der Trainer. Und mein persönliches Ziel ist auch nochmal wirklich da, diese Schale hochzuhalten, mit Stolz zu sagen, du hast dazu beigetragen. Und da ja, man kann mal in der ersten Hauptrunde dabei sein und hofft auch natürlich auch ein attraktives Los. Die Spielabsagen und die damit verbundenen englischen Wochen natürlich auch Thema beim Fanabend. Wo liegt unter diesem Aspekt die Priorität im restlichen Saisonverlauf? Punktspiele oder Pokal? Und wird, um die Spieler zu schonen, stärker in der Aufstellung rotiert? Du wirst auch nach Erfolgen abgerechnet. Ja, wenn du das Wort rotieren nimmst, das ist immer, man muss immer überlegen, was man da rotiert oder nicht rotiert. Eins ist wichtig, alle haben es verdient, in der Rückrunde nochmal zum Einsatz zu kommen, weil wir wollen ja auch eine Analyse treffen. Die Fans wollen auch sehen, dass eine Entwicklung weiter in der Entwicklung ist, dass ein Weg auch weiter am Weg ist. Ich versuche bestmöglich, natürlich die bestmögliche Mannschaft immer spielen zu lassen. Wir wollen im Pokal, das ist so, nicht nur ins Finale, sondern wenn es geht, auch irgendwo dort den Putt holen. Dass wir im Finale, wenn es der HFC sei oder X sein sollte, dann sind wir in Anführungsstrichen der Außenleiter oder Außenleiter immer eine Chance. Wir wollen im Pokal, wenn es geht, was ganz Großes erreichen. Aber wir brauchen unser Alltagsgeschäft. Ja, unsere Hausaufgaben nicht vergessen, dass der Punktspielalltag auch wichtig ist. Wir brauchen die Fans, wir brauchen weiter Vertrauen, wir brauchen weiterhin Leute, die diese Mannschaft, diesen Verein tatkräftig unterstützen. Wenn wir dort irgendwo nachlassen, ist denn auch nicht diese Motivation da bei den Fans, bei den Zuschauern, an das zu glauben, was wir vielleicht im Pokal noch erreichen wollen. Ja, deswegen ist wichtig, dass wir dort tagtäglich unsere Hausaufgaben machen, dass wir in den englischen Wochen das Stadion relativ voll bekommen, dass das Vertrauen da ist, dass der Glaube daran ist, dass auch diese Konsolidierung, die uns wirtschaftlich und sportlich dieses Jahr am Herzen liegt, weiter vonstatten geht, diese Stabilisierung für das kommende Jahr. Aber wir wollen auch eine Analyse treffen. Wir stehen jetzt momentan zwischen Baum und Borke, nämlich wen wollen wir weiter in der Mannschaft lassen, wer wird eventuell aussortiert, das ist unheimlich schwierig. Aber ich glaube, damit haben alle zu tun und man sitzt hier auf heißen Kohlen. Was machst du, was hinzukommt? Momentan schwierige Platzverhältnisse. Spieler X eignet sich nicht dafür, Spieler Y ist dafür geeignet. Aber ich denke mal schon, dass wir in den englischen Wochen das einmal rotieren können und werden, um alle irgendwo das Gefühl zu geben, sich nochmal zu zeigen, dem Fan zu zeigen, dem Trainer zu zeigen, dem Verein zu zeigen, wer vielleicht nochmal durchstartet. Wir haben nach hinten eine Einwanderung, der vielleicht noch unter seinen Möglichkeiten blieb. Ich habe das schon erlebt als Trainer, dass manche nochmal eine Rückrunde durchstarten, dass nochmal Vollgas gegeben wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, dass alle gesund durchkommen, dass wir mit dieser sogenannten kleinen Rotation erfolgreich arbeiten. Jetzt hoffe ich, wie gesagt, dass wir eine gute Basis finden,
weiter diesen Weg, den wir gehen wollen, gemeinsam. Wir brauchen die Fans, wir brauchen alle, die das große blau-weiße Herz im Herzen tragen, dass man dann auch diesen guten neuen Spieler, die jetzt zu uns gestoßen sind, die schon im Sommer da dazugestoßen sind, das Vertrauen gibt und ihnen wirklich den Rücken stärkt, damit wir wirklich mit dieser Rotation, mit dieser schweren Rückrunde, die wird schwer, weil du alle drei Tage hast du ein Spiel, alle drei Tage. Das heißt, du kommst gar nicht mehr groß rauszuwerden, sondern du musst vorbereiten, du musst nachbereiten. Du hast dann praktisch auch hoffentlich keine Verletzungen. Ja, du musst die Jungs bei Laune halten. Aber es geht allen Mannschaften, bis auf RB geht es ja allen Mannschaften und so weiter. Also das Gute ist, es müssen alle damit leben. Und da haben wir keine Ausrede, sondern wir werden sehen, wer am besten damit rauskommt. Und ich habe ein gutes Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie gesund und fit durch diese englischen Wochen gehen. Aber wie halten die Spieler während einer solch langen spielfreien Phase eigentlich die Motivation oben? Wie motiviert man sich eigentlich gar nicht, weil wenn man immer wieder Spielabsagen, der Schnee geht nicht weg. Man probiert halt im Training immer Gas zu geben, aber irgendwann reicht es auch mal. Und ja, ich hoffe mal, dass es bald losgeht. Und wenn man dann halt Freitag spielen sollte und das schon gestern. Oder? Gestern erfährt, dann ist das schon traurig eigentlich. Aber dann müssen wir durch, es bringt ja nichts. Ein weiteres Thema des Abends war die Besetzung in der kommenden Saison, vor allem in der Offensive. Mit Christian Beck und Teixeira und ab nächster Saison Lars Fuchs sind wir gut aufgestellt. Petersen betonte, dass er darin kein Problem sehe, was den Konkurrenzkampf im Angriff anbelangt. Vielmehr betonte er die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, flexibel in der Offensive zu agieren. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wenn ich als Fan von einer guten Mannschaft bin, freue ich mich über Lars Fuchs und Telmo Teixeira. Bin ich ein Fan, der Skepsis mitbringt und sagt, was haben wir da gemacht? Werden wir die Ziele, die wir anstreben, den Weg, den wir gehen, wo wir nicht gehen können? Dann kann ja auch mit Telmo Teixeira und mit Lars Fuchs im offensiven Mittelfeld agieren. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Jahren mehr die dominante Mannschaft sein müssen. Aufgrund des Namens, der Favorit sein wird, ist es wichtig, dass du offensiv starke Leute hast. Angriff ist die beste Verteidigung. Manche Trainer sagen, nein, wir müssen den Sitten erstmal dicht zu machen. Ich bin der Trainer, der sagt, warum nicht Mut mit Fuchs, mit den Stehler, mit Beck. Da bist du in der Offensive so stark ausgerichtet, dass ein Gegner vielleicht auch mal eine Angst hat, dass er vielleicht auch mal sich Gedanken machen sollte über so eine Formation. Es liegt ja nur an den Jungs. Ja, das Beste daraus zu machen, wer ein Kämpfer ist und sagt, ich nehme diesen Konkurrenzkampf an, kann das fruchten. Wenn ein Kind sagt, Mensch, was haben wir da gemacht? Denn irgendwann sagt ein Fan, Telmo Teixeira oder Lars Fuchs ist verletzt, wieso haben wir nicht einen zweiten da? Oder wieso können wir nicht variabler spielen? Ja, es wird immer ein Für und Wider sein. Wir sind von dieser Personal überzeugt, wir haben jetzt keinen losgezogen, da stand Lars Fuchs drauf, sondern wir haben uns mit Telmo Teixeira und Lars Fuchs berechtigt, dort im Offensivbereich mit einer Qualität verstärkt, in Anführungsstrichen, das müssen die Jungs ja auch erstmal nachweisen, dass wir dort auch Qualität haben. Wir suchen torgefährliche Spieler aus allen Mannschaftsteilen. Und Telmo hat das XXX-Verein zum Aufstieg gebracht, muss man eindeutig sagen. Er war Garant des Aufstieges, vergesst viele. Lars Fuchs macht momentan in den letzten 5 Jahren pro Saison 12 bis 15 Tore. Wir wären ja verrückt, wenn man diese Spieler aus sportlichen, wirtschaftlichen Gründen, wie es machbar ist, nicht zu uns holen. Wenn man alle sagt, wieso haben wir die nicht holen? Wenn die irgendwann in Halberstadt sind oder in Neustrelitz, sagt man sich, das haben wir dann verkehrt gemacht. Und ich denke mal schon, dass sie sportlich und wirtschaftlich in diese neue Situation passen, die wir gehen wollen. Und ich glaube schon, die Spieler kennen mich, ich bin eh ein offensiv ausgerichteter Trainer, der möchte, dass wir Gefährlichkeit aus einem Mannschaftsteil erzeugen. Man kann mit beiden spielen, man kann mit einem spielen, es liegt letzten Endes an der Philosophie des Trainers, an der Qualität der Mannschaft, an des Kaders. Und wir wollen jede Position eh doppelt besetzt haben, aber es heißt nicht, dass einer draußen ist. Ich, für meine Verhältnisse würde sagen, wir können mit beiden spielen, wenn man einen guten Sechser hat, der da hinten agiert, mit einem kompakt offensiv ausrichtenden Mittelfeld, dazu einen überragenden Stürmer, aber auch dort werden wir vielleicht auch noch jemanden holen, ja, wo man sagt, wieso holen wir nicht noch einen? Weil letzten Endes kann dem Christian auch was passieren. Und ich glaube, er braucht Druck, jeder braucht Druck, ja, um dort eine gewisse Qualität herbeizuführen. Ich glaube, es ist halt im Fußballverein so, nicht nur in der Bundesliga, auch in unserer Liga, je besser die Breite aufgestellt ist, desto besser ist die Spitze. Wir wollen nicht die Spitze, wir wollen in den nächsten 2, 3 Jahren in die 3. Liga. Und ich glaube, das ist Ihr Ziel, das ist unser Ziel, das ist mein Ziel.
Und da müssen wir natürlich versuchen, zielgerichtet Leute zu verpflichten, die Qualität mitbringen. Und über Tempo brauchen wir nicht diskutieren, wer dort den Garant gegeben hat zum Aufstieg. Lars Fuchs das Gleiche. Ich glaube, da sollte sich jeder Fan freuen, da sollte sich jeder Zuschauer freuen, ohne dass sie jetzt Namen verhält haben. Das müssen sie natürlich hoffentlich für den FCM auch beweisen. Zum Umfeld des ersten FC Magdeburg fand Kevin Nennhuber nur lobende Worte, gerade in Bezug auf seine lange Verletzungspause. Ich würde sagen, dass da wirklich professionell gearbeitet wird. Man hat, sobald die Diagnose festgestellt worden ist, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, da wurde direkt konkret gesagt, wir stehen komplett zu 100% hinter dir, mach dir da keinen Kopf, sieh zu, dass du erstmal die Verletzung auskurierst, dass du da an die Mannschaft rankommst, wenn du dann in deiner Vorbereitung bist, in deinem Aufbautraining. Von den Bedingungen her ist es auch, es ist super, wir haben nicht überall, ja gut, bei dem Wetter, dass wir da einen Platz haben oder dass wir nehmen, dass wir nicht nur die Treppen im Stadion auswendig lernen, sondern auch auf dem Platz können. Das hat nicht jeder Verein und von Emden her muss ich auch sagen, da kann Emden eigentlich sich nur was abschauen, was eigentlich hier alles in Magdeburg möglich ist. Der erste Fanabend 2013, eine gelungene Veranstaltung und eine gute Möglichkeit, Trainer und Spieler mal etwas persönlicher kennenzulernen. Wir hoffen aber nun, dass beim nächsten Wiedersehen in der MDCC Arena weniger Worte gewechselt werden, sondern endlich wieder der Ball rollt. Das wohl auch der Wunsch aller Teilnehmer des Fanabends.